Dann, nee, das verticke ich mal noch nicht. Hier auch nichts. Kaufen wir mal. Dann kaufen wir mal noch so eine Robe. Und dann kaufen wir hier das. Da, Iron Greatsword. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall mal. Und die Axt kostet auch nur 90. Ja, komm, dann nehmen wir die noch mit. Wenn schon, denn schon, nicht? Kann man auch mal ein bisschen hier quasi verschwenderisch sein. Ich meine, das hilft uns ja nur, dass wir dann gleich mehr rumdamagen. Mehr Schaden verteilen. So, zack. Jawohl. Und jetzt der Vampir. Jawohl, das war besser. Na ja, das war besser. Sehr schön. Und jetzt noch der Minotaurus. Hiermit. Jawohl. Sehr schön. Ja, da ist unser Team wieder ein bisschen besser. Wir gehen erstmal ein Ründchen schlafen, dass die alle wieder sich erholen. Ja, wir wickeln uns in unseren Bettlaken quasi ein, weil wir so müde sind. Und dann ist doch alles gut. So, dann nochmal zum Händler jetzt verticken. Sell. Alte schlechte Waffen, alte schlechte Rüstung. Ja, die Lederschuhe verkaufe ich jetzt auch mal. Boah, das macht mir echt hier irgendwie so... Meh. Doof. Ich weiß es nicht. Wobei, ich meine, wir haben hier nichts, was irgendwie so auf so einen Schmied oder so hindeutet. Ne? Ach komm. No risk, no fun. Wir wissen es nicht besser. Jetzt verkaufen wir mal den ganzen Schnodder. So, zack. Und... Zack. Und hopp. Und Bücher. Weil Zombies auch so Leseratten sind. So, zack. Und das Eisen. Ich habe auch mal geguckt, Amber war nicht der Amboss. Das war was anderes. So, die verkaufen wir noch. Die toten Ameisen. Siade. Die Glasdinger. Der Tabak. Dann Knöpfe. Jeder braucht einen Knopf. Holzmünzen. Oh, davon haben wir ganze 12 inzwischen schon. Hui. Nur das will ich nochmal behalten. Und da haben wir 1100 gemacht. Sehr schön. Da können wir doch fast schon dafür kaufen. Davon haben wir 4. Ich würde mal sagen, wir kaufen davon auch mal 4 Stück. Und ich würde mal hingehen und mit dem Skill Trainer reden. Und wir wollen mal unsere Magierin trainieren. Und machen mal hier den Energy. So, Energy Control Level 1. Und dann machen wir mal Defense Training. Das klingt auch gut. Weil ich meine, die hat ja noch nicht so viel. Und da kann das ja nur ganz hilfreich sein. Und dann gehen wir mal zurück auf die Karte. Und in den Zellenblock Level 2 wieder rein. Ich frage mich, ob die Maps auch immer gleich aussehen. Oder ob das zufallsgenerierte Karten sind, die nur... Was haben wir hier? Wir bemerken den schwachen Geruch von Sulfur. Mit einer Spur von Vinegar, was auch Vinegar gerade ist. Wir
Oder du vermutest, dass jemand hier Alchemie betrieben hat. Ah, okay. Sehr nett. Ob quasi die Maps immer gleich aussehen oder ob die zufallsgeneriert sind und dann einfach nur fest bleiben nach der Zufallsgenerierung sozusagen. Das wäre natürlich auch noch interessant zu wissen. Na also, geht doch. Uah. Fight. Was? Wer bist du denn? Sozusagen. Oh, unser Minotaurus bräuchte auch mal so ein Defense-Training. So. Oh, ein Wizard ist das. Ah, okay. Na, dann hoffe ich mal, dass die nicht viel aushalten. Ich überlege gerade, was Hedge heißt, also Hedge Wizard, weil ich kenne Hedgehog, das ist der Igel, aber Hedge Wizard? Aua! Du Sauerei, so nicht, ne? Alter, wie verhält er denn aus? Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit der Sorcerer, also mit unserer Zauberin, was anderes machen soll, aber. Macht doch erstmal nur weiterhin Angriff. Okay, da ist er tot. Ich wollte mich so rantasten, aber ich glaube, das passt so. Bam. Ja, wirklich Bam war das jetzt nicht, aber gut. Brauchen wir jetzt keine Skills, dann haben wir einfach so mal drauf und dann ist er weg. Ich finde hier, das Menü könnte auch manchmal so ein bisschen leichter von der Hand gehen. Und dieses Klicken und das nächste Klicken wäre es leichter, wenn man auf Attack klickt, dass direkt daneben dann die Monsterauswahl drin wäre. Es wäre schon nochmal ein Ticken komfortabler, sage ich mal. So, 400 XP und 64 Gems. Oh, Edward hat Level 6 erreicht. Du kriegst das Blutschwert. Das klaut HP von unseren Gegnern auch nett. Und der Quick Heal wird auf Level 2 hochgehoben. Sehr schön. Mir ist auch beim Schneiden sehr oft aufgefallen. Du hörst das Geräusch von Stein gegen Steinscherben. Oh. Cool. Der Raum riecht stark nach Vinegar. Ich denke mal, irgendeine Pflanze wird das sein oder so. So, 23 Gems. Ein Leather Cape, sehr nett. 99 Gems. So, was haben wir hier? In dieser Flasche befindet sich eine Flüssigkeit, die stark nach Vinegar riecht. Untersuchen wir sie mal. Die Flüssigkeit ist viscous und murky. Ich vermute mal irgendwie durchsichtig und zähflüssig könnte es sein. Und die Flasche selbst fühlt sich warm an, wenn wir sie berühren. Dann öffnen wir sie doch mal. Wir öffnen die Flasche und werden von einem starken Geruch nach Vinegar getroffen. Komm, no risk, no fun. Wir nehmen einen kleinen Schluck. Es schmeckt furchtbar. Kurz nach dem Trinken erlebst du die höchst unannehmlichste Runde von Erbrechen, an die du dich hier erinnern kannst. Nachdem du fertig bist, wischst du dir die Tränen aus den Augenwinkeln und versprichst nie wieder seltsame Flüssigkeiten zu trinken. Okay, dann lassen wir die Flasche erstmal in Ruhe. Vielleicht finden wir ja gleich etwas, was uns erklärt, was wir damit anstellen können. Oh, was ist das denn? Eine Warrior's Chain Armor. Jawoll, du. Glaub, da könnte man doch mal gerade gucken. Hups, nee, halt. Bin ich doch mal völlig falsch. Aber ich könnte dem hier gerade mal das Leather Cape geben. Jawohl. Habe ich eigentlich für die Ja, doch, hatte ich, genau. Die Robe gekauft.
Jetzt ärgert es mich natürlich, dass ich die Brustplatte erst vor kurzem gekauft habe, aber kann man nichts machen. Wir können ja nicht wissen, dass wir so etwas hier finden. Können wir dem Vampir die vielleicht noch aufs Auge drücken? Nee, gut, okay, dann nicht. Ich glaube, der Minotaurus konnte auch nur leichte Rüstung tragen, ja. Und die Sorcerer, ja. Ich behalte die auf jeden Fall mal noch, weil ich weiß ja nicht, was in Zukunft noch passiert. Ob wir noch weitere Untergebenen beschwören und vielleicht denen dann auch noch sowas aufdrücken können. Sag mal, drehen wir uns jetzt hier nur im Kreis. Eisenmace wieder. Eine Keule ist das ja. Oh. Tja. Mitten in die Fresse rein. Oder so ähnlich. So, dann geht doch mal bitte hier alles auf ihn mit seinen 86 Defense. Der Frostfall geht mal gegen den Hedge Wizard. Der Minotaurus macht mal einen White Swing gegen alle. Und der Vampir, der macht mal... Was macht er denn mal? Ich glaube, der macht mal das Blutschwert gegen... Obwohl, das braucht er ja gar nicht, ne? Nee, nee, nee. Der macht mal einen Arkadenbrand gegen den Zwergenkrieger. So. Dann hoffen wir mal, dass die jetzt wirklich auf den mal gleich draufgehen. Und, ja, so viel HP abgezogen war das jetzt auch nicht, leider. Das war jetzt auch nicht so das Beste. Der Arkane Brand, na komm. Weg ist der Zwerg. Da hat's den Zwerg zerrissen. So, und der macht mal... Obwohl, braucht er gar nicht, ne? Nee. Der haut mal nur drauf. Der Vampir macht auch nichts. Der haut auch nur da drauf. Die Sorcerer macht ein Black Bolt gegen den Man at Arms und der. Oh, der kann gar nicht jetzt mehr angreifen. Na gut, dann auch mal auf Man at Arms. Teilen wir das auf so ein bisschen. Huh. Ey! Naja, gut, so viele hat es gar nicht getroffen. Und auch nicht so schwer. Weg ist er nun. War doch die perfekte Aufteilung. Ich habe mal auch so grob geguckt, ob ich Infos finde, wie lange ungefähr das Spiel dauern könnte. Und von der Stundenanzahl, die der Story so ein bisschen zugeschrieben wird, könnte es unser bisherigen Platz 1 Halter, das ist ja noch A New Beginning von Daedalic mit knapp 40 Folgen, irgendwie so, überbieten. Also es könnten schon so um die 40 Folgen werden, die wir in diesem Spiel rein investieren. Und 500 XP gekriegt, jawohl, ist ja schön. Und, oh, unser Minotaurus ist aufgelevelt, hat den Bullrush verbessert, unser Skelett hat sich verbessert, hat jetzt Shield Stance gelernt. Oh, das blockiert Attacken, sehr nett, sehr schön. Und... Das heißt, mit dem Spiel hier könnten wir echt so einiges an Spaß und Spannung noch erleben. Water of Life nochmal, sehr schönen Knopf wieder. Und da unten haben wir Gems. Das Ding wirkt ja wie so ein mehrfacheckiges Grundkonzept. Der Raum riecht stark nach Sulfur. Ah, wir hören das Geräusch von Stein auf Steinschaben und wir haben den zweiten Trankraum scheinbar entdeckt. Ja, da gehen wir gleich mal hin. So, was haben wir hier? Eine Stahlaxt, jawoll du! Ein bisschen sind die Käufe... Oh, kleiner Healing Potion. Ein bisschen sind mir so... Oh, eine Säureflasche, nochmal ein Healing Potion. Der Sulfur.
Die Säule ist irgendwie seltsam.